Ja, vielen Dank für die Einladung auch erneut und jetzt auch tatsächlich in Person hier im weitläufigen Gustav-Stresemann-Institut zu Gast sein zu dürfen. Ja, meine Aufgabe ist es jetzt, Sie ein bisschen in diese Geschichte des Jahres 1923 und die Kanzlerschaft Gustav Stresemanns etwas genauer einzuführen. Nach diesem schönen, wie ich finde, sehr gelungenen Kurzfilm, der eben gezeigt wurde, Infofilm, bin ich gespannt, ob ich noch Neuigkeiten zu erzählen habe, aber an der einen oder anderen Stelle wird es sicherlich noch Details geben, die hinzuzufügen sind. Und ich möchte mit einer Frage beginnen, vielleicht vor allem an die Schulklasse, nachdem Sie sich ja jetzt schon intensiv mit dieser Zeit beschäftigt haben, ob Sie sich denken können, was wir hier auf diesem Bild sehen. Was das für eine Szene ist, wann das stattgefunden haben könnte. So wie sei schon mal gesagt, es ist im Jahr 1923. Dürfen natürlich auch andere sagen, müssen nicht die Schüler machen. Ruhrbesetzung. Ja, ich löse es mal auf. Also die Ruhrbesetzung ist es nicht, sondern das ist in Freiberg in Sachsen ein Bild aufgenommen im Zuge der sogenannten Reichsexekution, also des Einsatzes der Reichswehr im Inneren in Sachsen. Wir kommen im Laufe des Vortrages noch ein bisschen genauer dazu. Also nur hier an der Stelle erstmal als Signal, dass es eine ganze Reihe an Gewaltereignissen in diesem Jahr gab und nicht ausschließlich die Ruhrbesetzung. Das ist das, was ich in den nächsten ja, ca. 45 Minuten des Vortrages mit Ihnen machen möchte. Das ist jetzt so eine grobe Angabe. Ich habe relativ viel vorbereitet. Wenn es ein bisschen mehr wird, ziehe ich das Tempo am Ende an. Also erstmal so ein paar allgemeine Hintergrundinfos zu Stresemann und zur Weimarer Republik, einfach um eine gewisse Rahmung auch zu geben. Dazu gehört eigentlich auch noch Darstellung der Parteien und Konflikte in der frühen Weimarer Republik bis zur Kanzlerschaft Gustav Stresemanns. Dann, wie gesagt, ein bisschen genauer eintauchen in das Krisenjahr 1923 und zum Ende wird es nochmal richtig trocken. Dann sprechen wir nämlich über Rechtsgrundlagen im Staatsnotstand, also auf welchen rechtlichen Grundlagen in dieser Zeit unter anderem gehandelt wurde. Wie gesagt, mag für den Ausklang des Vortrages etwas trocken klingen, aber es ist meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt, um eben diese Abwehrbereitschaft der Demokratie damals und vielleicht eben auch heute diskutieren zu können. Gut, ich steige erstmal damit ein, mit dieser üblichen Periodisierung der Weimarer Republik, die sich eigentlich weitgehend durchgesetzt hat und die sich auch gerade in den Begrüßungsworten und auch im Film schon angedeutet hat. Wir haben also diese erste Phase der Weimarer Republik von 1918-19 bis 1923, Revolution, Republik, Gründung und Gründungsgewalt. Unter den drei Begriffen kann man das eigentlich ganz gut fassen. Nämlich, dass einerseits im November 1918 zunächst sehr friedlich eigentlich die Monarchie in Deutschland bzw. die Monarchien in den einzelnen Ländern zusammenbrechen bzw. durch revolutionäre Bewegungen beseitigt werden. Dass dann aber im Dezember die Gewalt ausbricht schon, im Dezember 1918, aber gleichzeitig eben mit der Wahl zur Nationalversammlung und ihrer Konstituierung im Weimar im Winter 1919 die Verfassungsgebung losgeht, im Sommer 1919 abgeschlossen wird und damit eigentlich die Weimarer Republik ihre Rechtsgrundlage hat und gegründet ist. Und diese Phase eben bis 1923 ist dann aber eben immer noch sehr geprägt von gewaltsamen Auseinandersetzungen um die Republik, gegen die Republik, also die Republikfeinde rechts und links versuchen weiterhin sozusagen das, was sich da etabliert hat, zu beseitigen. Und da ist eben dieses Krisenjahr 1923 gleichzeitig der Höhe und auch der Endpunkt dieser scharfen Auseinandersetzungen um die Republik, weswegen wir dann, wie es eben auch schon angeklungen ist, ab 1924 in diese Phase der relativen Stabilisierung eintreten können. Der Begriff der goldenen 20er wurde eben schon gesagt, der bezieht sich vor allem auf kulturelle Phänomene, auch in unserer Erinnerung heutzutage, also die vielen kulturellen, großen kulturellen Leistungen der Weimarer Republik, die damit verbunden sind. Wir bei der Forschungsstelle sprechen da auch ganz gern von einem republikanischen Alltag, doch ein Buch, das wir dazu herausgegeben haben.
Das meint jetzt nicht so sehr Alltagsgeschichte, sondern eher das alltägliche Funktionieren der politischen Institutionen nach der Verfassung, so wie die Verfassung das vorgesehen hat. Also es klang gerade auch in den Begrüßungen an, also dass es eben streckenweise die Weimarer Republik doch auch, eben auch als Demokratie funktioniert hat. Ein Beispiel dafür ist die Einführung der Arbeitslosenversicherung 1927, wo ein Verfassungsversprechen, das schon 1919 gegeben wurde mit der neuen Weimarer Reichsverfassung, dann eben endlich eingelöst wurde und die Arbeitslosenversicherung eingeführt wurde. Entscheidend in dieser Phase der relativen Stabilisierung ist noch das Jahr 1925, als Reichspräsident Friedrich Ebert im Amt stirbt, relativ früh auch, also relativ jung. Er hatte noch nicht angekündigt, ob er wieder kandidieren würde. Also in dem Jahr 1925 hätte ohnehin eine Wahl, Reichspräsidentenwahl stattfinden sollen und müssen. Aber es gibt dann eben den entscheidenden Wechsel zu Paul von Hindenburg als dem neuen Reichspräsidenten, der dann eben auch bis zum Ende der Republik im Amt bleibt und da dann nochmal eine, ja, muss man so sagen, fatale Rolle spielen wird. Und dann eben diese dritte Phase ab 1930, eben auch unter der Reichspräsidentschaft Paul von Hindenburgs, ausgehend von der Weltwirtschaftskrise, eben die gezielte Zerstörung der Republik in einem, wie das mein Chef Michael Dreyer nennt, Staatsstreich auf Raten, eben mit der Zerstörung des Parlamentarismus, des demokratischen Föderalismus, der Zerstörung der inneren Sicherheit und dann letztendlich der Zerstörung des Verfassungsstaates durch die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler und dann eben auch das Ermächtigungsgesetz. Ich gehe da jetzt hier an den Stellen nicht ins Detail ein, weil das dann würden wir hier sozusagen nicht durchkommen. Aber wenn es dazu dann an den Stellen irgendwie noch Fragen gibt, können wir das natürlich hinterher sehr gerne besprechen. Jetzt also kurz zu Gustav Stresemann, seiner Kanzlerschaft und ja, sozusagen auch so ein bisschen seinen politischen Werdegang, denn wir müssen, bevor wir uns dem Krisenjahr 1923 widmen, vielleicht erstmal ganz kurz der Biografie Gustav Stresemanns widmen. Und sowas mache ich in den seltensten Fällen, mich mit Biografien irgendwie von einzelnen Menschen auseinandersetzen, weil ich finde, irgendwie, wann die geheiratet haben und so weiter und wie viele Kinder sie hatten und so, ist oftmals gar nicht so sehr von Belang wie die politischen Leistungen, aber in dem Fall möchte ich es doch machen, eben weil anhand seiner Biografie sehr gut deutlich wird, welche Position er dann auch in der Weimarer Republik vertreten wird und wie seine Entwicklung auch in der Weimarer Republik selber einzuschätzen ist. Also er ist 1878 geboren, eins von acht Kindern eines Berliner Bierhändlers. Das ist jetzt nicht die Familie Stresemann, die Sie hier sehen, sondern das ist ein Bild, was ich von einem Berliner Bierhändler gefunden habe. Aber so ungefähr dürfte man sich das soziale Umfeld der Familie Stresemann vorstellen, nur noch mit jeder Menge Kinder mehr. Das heißt, er kommt aus relativ einfachen mittelständischen Verhältnissen, ist auch das einzige der Kinder, das studieren kann. Er studiert vor allem, also erstmal ein bisschen was anderes, dann aber vor allem Nationalökonomie und auch da ist die biografische Prägung nochmal auffallend, weil er promoviert mit einer wirtschaftswissenschaftlichen Arbeit zum Flaschenbierhandel, ja, was ihm später auch noch durch politische Gegner immer wieder nicht vorgeworfen wird, aber was nutzbar gemacht wird, um sich ein bisschen über ihn lächerlich zu machen. Ja, das vielleicht auch noch als Anmerkung, irgendwie in 3 Jahren ein Studium abschließen mit einer Dissertation schafft man heute auch nicht mehr. So, dann ist er nach dem Studium, also man muss das immer ein bisschen rechnen mit dem Geburtsjahr, ja, also so ein bisschen das Alter, also auch Stresemann war mal jung und nicht immer, schon immer Nobelpreisträger. Er ist dann erstmal Schokoladenlobbyist geworden, also für einen deutschen Verband für Schokolade. Dann bleibt er sozusagen im Lobbygeschäft tätig, wenn man das aus heutiger Perspektive so formulieren darf, und ist hauptberuflich beim Verband Sächsischer Industrieller, den er auch mitgründet und mit aufbaut. 1903 tritt er der Nationalliberalen Partei bei, sozusagen der
rechts und ja, rechts und eben, wie der Name sagt, nationalliberalen Partei. Wir haben sozusagen im Kaiserreich schon die Spaltung des Liberalismus in Linksliberalismus und Rechtsliberalismus, hier eben die rechtsliberale Schiene. Und er wird dann eben auch schon, jetzt muss ich selber rechnen, im Alter von 28 Jahren Stadtrat in Dresden und wenig später eben auch schon Reichstagsabgeordneter mit nur 29 Jahren. Ja, also das ist schon ein sehr steiler Aufstieg von den Verhältnissen, aus denen er kommt. Und das versinnbildlicht natürlich auch, sage ich mal, oder lässt darauf schließen, auf die Loyalität zu diesem politischen System und zu diesem Gesellschaftssystem, dass es ihm zumindest ermöglicht hat, diesen Aufstieg doch zu haben. Ja, also jeder, der in einem sozialen Umfeld oder politischen Umfeld einen solchen Aufstieg machen kann, hat ja keine Gründe, sich sonderlich kritisch gegenüber diesem Umfeld zu positionieren. Deswegen, also das vielleicht auch noch sozusagen sinnbildlich für diese national- und rechtsliberale Orientierung, er ist Mitglied im Deutschen Flottenverein und der Deutschen Kolonialgesellschaft. Und im Weltkrieg selber dann sozusagen aufgrund dieser starken Verbundenheit eben zum Kaiserreich formuliert er eben auch sehr expansionistische, aggressive Kriegsziele, eigentlich auch bis zum Schluss, bis 1918. Kommen wir also in diese Phase dann der Republikgründung 1918, 19 bis 20 eigentlich auch und Stresemanns Partei, der Deutschen Volkspartei. Wie gesagt, er war Mitglied der Nationalliberalen Partei und in der Revolution 1918 sortiert sich das Parteienfeld ein wenig neu, aber nicht grundlegend neu. Vieles sind auch eigentlich nur Umbenennungen von Parteien. Aber es gibt den Wunsch oder das Ziel, diese Spaltung des Liberalismus in Links- und Rechtsliberalismus zu überwinden. Es gibt Versuche, eine liberale Partei zu gründen im Winter 1918. Und dieser Versuch scheitert aber im Wesentlichen auch an der Personalie Gustav Stresemanns, weil die Linksliberalen von der Fortschrittlichen Partei, ehemals Fortschrittlichen Partei, eben nicht bereit sind, jemand wie Stresemann in ihren Reihen aufzunehmen. Das ist ein Werbeplakat der zur Reichstagswahl der Deutschen Volkspartei von 1920. Ich habe hier mal eins rausgesucht, wo auch noch gezielt Frauen als Wählerinnen adressiert werden, weil das ja das spezifisch Neue auch ist, dass ab 1919, schon ab der Wahl zur Nationalversammlung, Frauen ja auch das aktive und passive Wahlrecht haben. Die Nationalliberalen waren im Kaiserreich selber nicht sonderlich positiv eingestellt zu der Forderung des Frauenwahlrechts, aber als es dann da war, haben sie natürlich auch Frauen aufgestellt und auch eben gezielt Wahlwerbung für Frauen gemacht. Genau, also wie gesagt, 1918 gegründet, aus der Nationalliberalen Partei hervorgegangen und Stresemann ist der Gründungsvorsitzende und bleibt es auch bis zu seinem Tod 1929. Sozusagen zum sozialen Spektrum, ist im Wesentlichen auch das soziale Spektrum, aus dem Stresemann selbst kommt, mittleres und gehobenes Bildungs- und Wirtschaftsbürgertum bis hin zu Industriellen und je nachdem, also wie man so wirtschaftspolitisch auch ausgerichtet ist, also hier vor allem mit einem starken Fokus auf Freihandel, nicht so sehr auf die Schutzzölle und vielleicht, das fehlt ja als Information, auch mit einem sehr stark protestantischen Einschlag. Ja, also das ist sehr stark protestantisch dominiert. Es gibt ein paar Katholiken sicherlich, aber im Wesentlichen protestantisch. Zunächst, am Beginn der Republik ist die DVP kritisch bis ablehnend gegenüber der neuen Republik und der Verfassung und beteiligt sich auch nicht zumindest nicht stimmmäßig an der Verfassungsgebung, also sie stimmen nicht für die neue Verfassung, als abgestimmt wird, üben aber so etwas das ist jetzt meine Formulierung, konstruktive Fundamentalopposition, wenn es sowas geben kann. Also das ist so eine Formulierung, die man in der Zeit relativ oft hört. Naja, wir erkennen die neuen Tatsachen an und machen arbeiten am Aufbau Deutschlands oder am Wiederaufbau mit, finden aber die Republik selber und Schwarz-Rot-Gold und so weiter jetzt nicht so toll. Ja, also eine sehr distanzierte bis feindliche Haltung gegenüber der Republik, aber man macht halt mit, weil man es
sozusagen, weil das jetzt nun mal die neuen Verhältnisse sind. Das zeigt sich auch recht deutlich schon im Kapp-Lüttwitz-Putsch 1920, als sozusagen Militärs die Reichsregierung für abgesetzt erklären und die Reichsregierung auch über Dresden nach Stuttgart fliehen muss und erst in einem Generalstreik dieser Putsch beendet werden kann. Also so gibt es nur so eine knappe Woche, wo das alles so in der Schwebe ist, wie es denn jetzt mit Deutschland weitergeht. Also ob es eine Militärdiktatur gibt oder ob die parlamentarische Demokratie das übersteht. Und da ist die DVP ja, abwartend bis auch teilweise unterstützend gegenüber der putschistischen Regierung. Kehrt dann aber auch sehr schnell natürlich, als das dann beendet ist und die Leute verhaftet werden oder fliehen, auch wieder in diese konstruktive Rolle zurück. Der Vollständigkeit halber noch ein kurzer Überblick über das Parteiensystem der Weimarer Republik, wirklich nur ganz kurz, aber damit Sie ein bisschen einschätzen können, wo Gustav Stresemann mit seiner DVP so steht, ordentlich sortiert von links nach rechts. Ganz links die KPD, die sich im Winter 1918, 1919 vor allem aus dem Spartakusbund heraus gründet und, wie der Name schon sagt, kommunistisch orientiert ist und ja, sehr stark mit Moskau verbunden ist, wo er 1917 die Oktoberrevolution stattgefunden hatte. Und sozusagen immer dieses Ziel verfolgend, aus Deutschland eben auch sozusagen einen Sowjetstaat nach russischem Vorbild zu machen oder sowjetischem Vorbild zu machen. Und das eben auch durchaus mit einer Gewaltstrategie, gerade in dieser Anfangsphase 1919 bis 1923. Die USPD spielt nur am Anfang der Republik eine Rolle, dann nicht mehr, aber für unsere Zeit, die wir gleich noch ein bisschen genauer betrachten werden, trotzdem eine, komme ich gleich noch drauf. Zurück ist eine Abspaltung von der SPD, die sich 1917 im Krieg schon gebildet hat, wo es vor allem um die Kriegskredite und die Frage des Friedens ging, die in der Revolution selber sehr stark den Rätegedanken vertritt, also nicht so sehr die parlamentarische Schiene, und die dann aber ab 1900, spätestens ab 1922 keine Bedeutung mehr spielt, aus Gründen, auf die ich noch zu sprechen komme, denke ich mal, bei späterem Anlass oder auf Rückfrage. Dann die MSPD, also während es die USPD noch gibt, heißt die MSPD, also Mehrheitssozialdemokratische Partei, USPD übrigens unabhängige sozialdemokratische Partei. Also die SPD sagen, als die zentrale Partei, die in der Revolution die Verantwortung übernimmt und dann auch die Verfassungsgebung entscheidend mitgestaltet, mit Friedrich Ebert als sagen, auch ersten Reichspräsidenten und eben einer zentralen Stelle auch in der Erarbeitung der Verfassung und durch die ganze Republik hin ja, staatstragend, aber sozusagen eine kleine Fußnote an der Stelle noch, programmatisch, trotzdem auch noch durchaus marxistisch orientiert. Ja, also es ist trotzdem noch eine scharf linke Partei, also nicht so, wie man sich das vielleicht heute vorstellt. Dann die DDP, wie gesagt, das ist diese linksliberale, früher im Kaiserreich fortschrittliche Volkspartei, jetzt fortschrittliche Partei, ja, und jetzt Deutsche Demokratische Partei. Also hier auch entschieden pro-republikanisch, aber eben im bürgerlichen Spektrum. Das Zentrum für den politischen Katholizismus, also wir haben hier noch eine starke, sozusagen eine sehr starke Milieubindung im katholischen Milieu an die Zentrumspartei, weswegen die Wahlergebnisse der Zentrumspartei im Verlauf der Weimarer Republik auch sehr konstant sind. Diese drei Parteien zusammen sind die Parteien der sogenannten Weimarer Koalition, weil sie zu dritt in der Nationalversammlung die Verfassung erarbeitet haben und auch verabschiedet haben. Und dann eben sozusagen als erste weiter rechts liegende Oppositionspartei, die DVP, auf dem Weg zum Vernunftrepublikanismus, zu dem Begriff komme ich gleich nochmal. Dann die DNVP, noch weiter auf dem rechten Spektrum, die Deutschnationale Volkspartei. Das sind sozusagen bis zum wirklichen Aufstieg der Nationalsozialisten die rechten Republikfeinde versammelt, stark antisemitisch, stark monarchistisch.
sehr enge Verbindung mit dem Militär und den Paramilitärs, also beispielsweise dem Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten. Das ist so dieses Milieu. Und dann sozusagen noch weiter rechts völkische Bewegungen am Anfang der Republik, die sich dann eben zur NSDAP in der zweiten Hälfte der Republik vor allem dann mit ihrem Aufstieg sammeln. Ja, vorher gibt es noch einige Splitterparteien und andere Gruppierungen, aber das sammelt sich dann später alles in der NSDAP. Also das, wie gesagt, zum Parteienspektrum. Jetzt noch mal kurz zu diesem Begriff des Vernunftrepublikanismus. Ist ein bisschen zurückzuführen auf dieses Zitat da rechts von dem Historiker Friedrich Meinecke, das er schon 1919, also unmittelbar in der Gründungsphase, formuliert hat. Ich bleibe der Vergangenheit zugewandt, Herzensmonarchist und werde der Zukunft zugewandt, Vernunftrepublikaner. Ja, da kommt der Begriff so ein bisschen her. Und wenn Sie sich die Lebensdaten anschauen, 1862, Thomas Mann gilt als ein weiterer dieser sogenannten Vernunftrepublikaner neben Stresemann. Das sind so diese drei Namen, die da üblicherweise immer genannt werden. Eine starke Sozialisation im Kaiserreich, Mitglieder der wilhelminischen Eliten eben auch, die sich dann aber schon hier bei den beiden am Anfang der Republik sehr stark doch wandeln und die Republik bejahen und dann auch in Wort und Schrift durchaus verteidigen. Üblicher unter diesen alten Eliten ist allerdings das Phänomen Herzensmonarchist und Republikfeind. Ja, also das ist das verbreitetere Phänomen, das mit diesem Vernunftrepublikanismus betrifft schon auch einige. Aber problematischer für die Demokratie sind eher die, die dann aus ihrer alten Sozialisation heraus der Republik gegenüber skeptisch eingestellt bleiben oder sogar feindlich. Eben vor allem in diesem Milieu der DNVP, der Deutschnationalen Volkspartei, hier zwei Wahlplakate. Das kann man nicht so gut lesen. Steht hier heraus aus der Demokratenhaus oder so ähnlich. Ich kann es jetzt selber von hier nicht lesen. Und hier sozusagen hier haben wir den republikanischen Dampfer, ja, also die Deutschland als Republik. Hier als sozusagen, das ist die alte kaiserliche Flagge, also das ist immer dieser Kampf zwischen Schwarz-Weiß-Rot und Schwarz-Rot-Gold, ja, dieser symbolische Streit auch um die Reichsfarben. Wählt deutschnational, hier auf dem Torpedo steht Reichstagswahl, ja, und hier steht Schiebertum und Bolschewismus. Ja, also sozusagen die Republik steht für Schiebertum und Bolschewismus und wenn man deutschnational wählt, jagt man den Torpedo in die Republik. Ja, also, glaube ich, eine relativ klare Bildsprache, wie man mit der Republik umzugehen gedenkt. Sagt das ein Wahlplan? Achso, ja, genau, diese sehr republikkritischen bis republikfeindlichen Positionen, das ist ein entscheidendes Problem für die Republik, finden sich halt in den Funktionseliten, vor allem in Justiz und Verwaltung, Universitäten und Reichswehr. Ja, und das ist natürlich ein Problem, weil das sozusagen ja auch Teil des Staatsapparates ist. Und gerade in der Justiz zeigt sich das, wenn rechte Gewalttäter oder politische Gewalt von rechts viel milder behandelt wird als politische Gewalt von links. Jetzt nähern wir uns so langsam der Kanzlerschaft Gustav Stresemanns an, müssen aber davor noch mal ganz kurz in die Weimarer Reichsverfassung reinschauen, was denn überhaupt der Kanzler für eine Funktion in der Weimarer Republik hatte oder welche Rolle er spielte. Zunächst einmal ist ganz wichtig Artikel 54, der Reichskanzler und die Reichsminister bedürfen zu ihrer Amtsführung des Vertrauens des Reichstags. Jeder von ihnen muss zurücktreten, wenn ihm der Reichstag durch ausdrücklichen Beschluss sein Vertrauen entzieht. Ja, das ist die zentrale parlamentarische Verantwortung der Reichsregierung. Das ist das, was im Kaiserreich immer gefordert worden war und nie umgesetzt wurde, aber eben durch die Weimarer Reichsverfassung nun eingeführt wird, also eine parlamentarische Demokratie. Also der Reichskanzler braucht das Vertrauen des Reichstags in irgendeiner Form, sei es jetzt in einer Mehrheitskoalition, tolerierten Minderheitsregierung oder wie auch immer. Und das Zweite, der Reichskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür gegenüber dem Reichstag die Verantwortung. Innerhalb der Richtlinien leitet jeder Reichsminister den ihm anvertrauten Geschäftszweig selbstständig und unter eigener Verantwortung gegenüber dem Reichstag. Also Richtlinien der Politik,
Verantwortung und so weiter, wenn Ihnen das irgendwie bekannt vorkommt, Artikel 65 Grundgesetz lautet so, ja, ich lese es jetzt nicht vor, können Sie selber lesen, das wollte ich als kleinen Funfact noch mit einbauen, also man assoziiert ja die Kanzlerdemokratie mit ihren Grundprinzipien, Richtlinienkompetenz und Ministerialverantwortlichkeit immer mit der Bonner Bundesrepublik und dem Grundgesetz, aber wenn man diese beiden Artikel nebeneinander liegt, wird man sehen, dass das im Grunde Wort für Wort aus der Weimarer Reichsverfassung übernommen wird. Das heißt, schon die Weimarer Republik war im Grunde eine Kanzlerdemokratie und der Kanzler die entscheidende politische Figur im politischen System und nicht der Reichspräsident. Jetzt kommen wir in die konkreten Verhältnisse in der Zeit, in der Gustav Stresemann Reichskanzler wurde. Wie gesagt, wir reden ja vom Krisenjahr 1923. Ausschlaggebend dafür ist aber die Reichstagswahl von 1920, weil da der Reichstag gewählt wurde, in der auch 1923 noch arbeitete. Es ist der Reichstag mit der längsten Arbeitsdauer in der Weimarer Republik, macht fast die ganze Legislaturperiode voll, nämlich bis zur Wahl im Mai 1924, also nur kurz vorher wird er aufgelöst. Das ist das Ergebnis der Reichstagswahl 1920. Ganz wichtig ist, sind hier vor allem erstmal die Stimmenverluste, SPD, Zentrum, DDP. Ja, das sind die drei Parteien der Weimarer Koalition, die bei der Wahl zur Nationalversammlung 1919, also ein Jahr zuvor oder anderthalb Jahre zuvor, 75% der Stimmen hatten und eine breite gesellschaftliche Mehrheit für die Verfassungsgebung hatten, haben jetzt schon im Jahr 1920 ihre absolute Mehrheit verloren. Ja, also die Weimarer Koalition kann so nicht weiterarbeiten, zumindest nicht als Mehrheitsregierung. Wollte ich dann noch irgendwas anderes Wichtiges sagen? Ich glaube nicht, sonst fällt es mir noch wieder ein. Die USPD hat entsprechend zugelegt, sehr stark, und eben auch DVP und DNVP haben sehr stark zugelegt, also auch eben die Stresemanns Partei, auch mit starken Gewinnen. Zur USPD, wie gesagt, gleich nochmal ein Wort, nämlich hier, wenn wir das sozusagen in Mandaten im Reichstag sehen, jetzt holen Sie nicht den Taschenrechner raus und rechnen das aus, was da wie, welche Mehrheiten möglich sind. Wie gesagt, die Weimarer Koalition aus SPD, Zentrum und DDP funktioniert nicht mehr. Es gibt aber auch keine stabile bürgerliche Mehrheit, sodass wir in dieser Phase des Reichstags, des ersten regulären Reichstags, insgesamt 7 Kabinette haben. Also es gibt 7 Kanzlerschaften von Konstantin Fernbach, Josef Wirth, Wilhelm Kuno, Stresemann 1 und 2 und Marx. Und das Entscheidende ist eigentlich immer sozusagen, ob die DVP mitregiert, ob die SPD mitregiert und eben hier unter der Regierung Stresemann erstmals auch eben DVP und SPD gemeinsam in einer Koalition und deswegen wird sie auch als große Koalition bezeichnet. Und das ist eben eine, wenn Sie das sehen, hier vorher sind das alles Minderheitsregierungen, ja, die durch Tolerierung irgendwie sich über Wasser halten. Und hier haben wir das erste Mal eigentlich eine reguläre parlamentarische Regierung mit auch einer parlamentarischen Mehrheit. Wichtig ist auch noch für diese Entwicklung, dass jetzt kommt es mit der USPD. Ich hatte das ja gesagt, die USPD spielt ab spätestens 1922 keine Rolle mehr, weil sie sich selber spaltet und auflöst im Wesentlichen. Ein großer Teil vor allem der Mitglieder geht zur KPD, also dadurch wird die KPD eigentlich so richtig erst zur Massenpartei. Viele Funktionäre und auch einige andere Mitglieder gehen aber zurück zur SPD. Sodass die SPD auch kurzzeitig als VSPD, also Vereinigte Sozialdemokratische Partei, firmiert. Und das heißt, dass hier fast alle dieser USPD-Mandate, ich weiß gerade selber gar nicht so ganz genau, wie viele, also nicht alle, aber die Mehrheit auf jeden Fall der SPD-Fraktion im Jahr 1923 zuzurechnen sind. Ja, aber da die USPD eine
Moment, da die USPD linker ausgerichtet war als die SPD, bedeutet das aber natürlich auch eine Linksverschiebung insgesamt der SPD-Fraktion. So, einige wichtige Mitglieder in diesen Kabinetten von Stresemann, Kabinett 1 und 2, will ich ganz kurz mal nennen, damit Sie die Namen mal gehört haben und weil es meiner Meinung nach schon auch wichtige Persönlichkeiten sind. Rudolf Hilferding, der nur in Stresemann 1 Finanzminister ist. Otto Gessler als Reichswehrminister, eine ganz entscheidende Figur, gerade was immer diesen Einsatz der Reichswehr im Innern anbelangt. Gustav Radbruch, bekannt vor allem aus der Nachkriegszeit aufgrund seiner sogenannten Radbruchschen Formel, ist ein Jurist, aber schon eben in der Weimarer Republik zweimal Justizminister für die SPD gewesen, zuvor schon mal und zuvor 1922 maßgeblich an der Verabschiedung des Gesetzes zum Schutz der Republik beteiligt. Hans Luther wird dann Finanzminister im Kabinett Stresemann II und später auch nochmal Reichskanzler. Heinrich Brauns, auch eine sehr wichtige Figur, heute auch komplett unbekannt, sehr lange Zeit in der Weimarer Republik Arbeitsminister und so dieser katholischen Soziallehre verbunden. Und schließlich Gustav Stresemann selbst ist auch Mitglied seines Kabinetts, weil er in Personalunion schon zu dieser Zeit auch Außenminister ist. Also er ist gleichzeitig Reichskanzler und Außenminister. Und im Amt des Außenministers bleibt er dann ja auch danach noch. Gut, wie gesagt, Große Koalition heißt, dass SPD und DVB zusammen in einer Regierung sind und es gibt einen zentralen Streitpunkt zwischen diesen Parteien. Ja, also das sind die beiden am weitesten links und am weitesten rechts stehenden Parteien in dieser Koalition, weswegen dann natürlich die schärfsten Konflikte zu erwarten sind. Und ganz im Zentrum stehen die sozialpolitischen Errungenschaften aus Revolution und Verfassungsgebung. Also die SPD war in der Revolution, wie gesagt, an führender Stelle beteiligt und hat viele Elemente ihres Parteiprogramms im Zuge der Revolution umgesetzt. Und die wurden aber eben Stück für Stück versucht, eben auch wieder rückgängig zu machen. Ganz zentral ist der 8-Stunden-Tag, der eingeführt wurde, bevor Sie jetzt denken, die hatten schon den 8-Stunden-Tag, toll. Wir reden von einer 6-Tage-Woche, also 6 Arbeitstage, 8 Stunden, nicht 5. Also der 8-Stunden-Tag, den die SPD lange gefordert und in der Revolution eingeführt hatte und mit dem sogenannten Stinnes-Legin-Abkommen auch sozusagen das mit den Unternehmen, mit der Unternehmensseite vereinbart wurde, gehört auch Tarifautonomie und Paritätsprinzip dazu, also zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern und ganz wichtig auch die Mitbestimmung in Form des Betriebsrätegesetzes, das 1920 verabschiedet wurde. Das sind alles so Dinge, die waren den Arbeitgebern dann sehr schnell ein Dorn im Auge und wurden versucht rückgängig zu machen und gerade dieses Krisenjahr 1923 ist da so ein Kristallisationspunkt, weil die Arbeitgeber versuchen, diesen 8-Stunden-Tag vor allem wieder rückgängig zu machen und die SPD sich dem widersetzt und daran zerbricht die Koalition auch kurzzeitig und das ist auch der Grund, warum es diesen Übergang von dem Kabinett Stresemann 1 zu Stresemann 2 gibt. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Prima, das dürfte ich schaffen. Wie gesagt, kurzzeitig zerbricht die Koalition auch daran, rauft sich dann aber nochmal wieder zusammen mit einigen personellen Veränderungen. Und ein anderer Konfliktpunkt hier ist dann aber für die Rolle der SPD in der Koalition, ist diese Reichsexekution gegen Sachsen im Herbst. Ich gehe gleich nochmal genauer darauf ein, was es damit auf sich hat. Und die veranlasst die SPD dann aus dem Kabinett auszutreten, aus der Koalition auszutreten, sodass das Kabinett Stresemann II bis Ende November, also bis zum richtigen Ende des Kabinetts, auch als Minderheitskabinett weiter im Amt ist. So, jetzt also zu diesem besonderen Jahr 1923. Einer der wesentlichen Gründe, warum wir heute hier überhaupt zusammen sind. Wenn Sie sich für 1923 interessieren, können Sie ganz viel dazu lesen. Die Folie hatte ich schon in dem Vortrag im Dezember letztes Jahr, also es war alles letztes Jahr schon auf dem Markt oder angekündigt. Glauben Sie mir, ein Buch davon reicht auch im Zweifelsfall. Ja, also So, aber jetzt genauer in dieses Krisenjahr hinein. Es wurde in den Begrüßungsworten wurden ja viele Dinge schon angeschnitten, auch in dem schönen Film. Deswegen ist das jetzt vielleicht hier gar nicht so viel Neues. Aber wir haben
gesagt, 6 Krisen, die dieses Jahr prägen und von denen eigentlich jede einzelne schon Herausforderung genug ist und Gefahr genug für die Republik. Also wir haben hier die Ruhrbesetzung, die im Januar beginnt, eben begleitend durch den passiven Widerstand, der Antrieb zur Hyperinflation, wie er ja dargestellt wurde in dem Film. Das sind die beiden Phänomene, die vor allem eben auch noch mit der Regierung Kuno verbunden sind, vor allem eben der Ausruf des passiven Widerstands durch die Regierung Kuno, an dem, wie gesagt, die SPD nicht beteiligt war, aber auch sozusagen gedeckt durch Reichspräsident Ebert. Also die SPD stand auch hinter dieser Art des Widerstands. Dann diese separatistischen Bestrebungen wurden auch in dem Film genannt im Rheinland. Da vielleicht zwei Anmerkungen dazu. Erstens war das aufgrund der Besatzung und der Bestimmung des Versailler Vertrags eine besondere Herausforderung, weil das Reich dort nicht militärisch eingreifen konnte oder mit eigenen Machtmitteln. Also man hatte nicht die sicherheitspolitische Souveränität in diesen Gebieten, weswegen separatistische Bestrebungen, die gerade auch durch Frankreich geduldet oder gefördert wurden, nur sehr schwer eben von der Zentralregierung in Berlin bekämpft werden konnten. Und das Zweite bei diesem Separatismus ist zwischen zwei unterschiedlichen Arten des Separatismus zu unterscheiden. Erstens dem, der im Film genannt wurde, nämlich diese wirkliche Abspaltung von Deutschland und Ausrufung einer unabhängigen Rheinischen Republik. Aber es gab auch noch ein anderes Phänomen des Separatismus, nämlich innerhalb von Preußen. Ja, und da spielte eine Person eine gewisse Rolle in dieser Zeit, die manche kennen, heißt Konrad Adenauer. Der dort schon diese Art des Separatismus in der Zeit betrieben hat oder sich dafür eingesetzt hat. Da handelt es sich aber um einen Separatismus innerhalb Preußens, also dass das große Preußen in unterschiedliche Bundesstaaten innerhalb der Republik aufgespalten wird. Also da geht es nicht um die Abtrennung von der Republik. Gut, wie gesagt, dann Gustav Stresemann übernimmt dann die Kanzlerschaft am 13.8., und das ist eigentlich schon die zentrale Leistung. Eine der zentralen Leistungen ist nämlich der Abbruch des passiven Widerstands beziehungsweise des Ruhrkampfes am 26.09. Und ab dann beginnt eigentlich erst die sicherheitspolitische Lage zu eskalieren, weil man diese, also es klingt heute immer so lapidar, naja, da hat er halt den Ruhrkampf beendet, aber in der damaligen Situation war das wirklich wie eine zweite Kapitulation für die Mehrheit der Bevölkerung. Ja, das war wie nochmal 1918, man fühlte sich wirklich wie in einer kriegerischen Auseinandersetzung mit Frankreich und hier war sozusagen die nächste Kapitulation. In Reaktion auf diese Beendigung des Ruhrkampfes wird in Bayern der Notstand ausgerufen durch diesen Herrn, heute auch relativ unbekannt, Gustav von Kahr. Der wird Generalkommissar von Bayern. Also im Grunde wird Bayern durch diese Ausrufung des Notstandes auch zu einer Diktatur in dieser Phase. Die parlamentarische Regierung dort hat nichts mehr zu sagen, aber sie ernennt auch Kahr zu diesem Kommissar. Und daraufhin Friedrich Ebert als Reichspräsident verhängt Friedrich Ebert im Reich den Ausnahmezustand. Ja, und wir haben hier diesen Konflikt zwischen Reich und Bayern. Ja, und das Reich muss versuchen, irgendwie Bayern wieder sozusagen zu disziplinieren, schafft das aber nicht oder kann das auch nicht und will das auch nicht. Und das wird teilweise eben auch als eine Schwäche der Regierung Stresemann ausgelegt. Wo hingegen die Regierung Stresemann relativ stark und massiv reagiert ist, ist die Herausforderung des Deutschen Oktober. Ja, ist jetzt die, Moment, muss ich mitzählen, ist schon die fünfte Krise, ja, mit sozusagen dem Versuch von der KPD gesteuert, von Sachsen und Thüringen aus, die Revolution nochmal neu starten zu wollen. Und da eben, und da spielt dann diese Reichsexekution eine wichtige Rolle, wird die Reichswehr eingesetzt, um das zu verhindern.
Und dann als sechstes der Hitler-Ludendorff-Putsch, der allerdings nur sozusagen, also der natürlich eine große Herausforderung ist, der aber aufs Engste verbunden ist eben mit dieser Diktatur in Bayern. Ich komme dann nachher gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber wie Sie wissen, der Hitler-Ludendorff-Putsch wird ja auch abgewendet, abgewehrt, sodass dann diese Herausforderung für die innere Sicherheit eigentlich nach dem Ende des Hitler-Ludendorff-Putsches im Wesentlichen gebannt ist. Und dann als letztes eben, als letzte große Leistung der Regierung Stresemann II ist die Einführung der Rentenmark, wir haben es ja gehört, und damit die Grundlage für die Beendigung der Hyperinflation und den Übergang auch in die wirtschaftliche Stabilisierung. Es gibt dann sozusagen am Jahresende nochmal den Regierungswechsel zu Wilhelm Marx, weil eben vor allem die SPD sich sozusagen der Regierung Stresemann die Tolerierung entzieht und es einen neuen Reichskanzler braucht, aber Gustav Stresemann bleibt eben auch in der Reichsregierung in seiner Funktion als Außenminister. Das also die etwas verwickelte Situation im Krisenjahr 1923. Ich habe hier noch so ein paar Einzelaspekte, auf die ich eingehen wollte, aber das mache ich wirklich ganz schnell, zumal wir es auch im Film gehört haben. Ja, wir haben hier den Essener Blutsamstag, also es war auch wirklich eine Gewalteskalation und wie gesagt begleitet von sehr starken propagandistischen Maßnahmen der Reichsregierung und anderer zur Mobilisierung dieses passiven Widerstandes, auch mit stark antifranzösischem Einschlag und eben nicht nur passiver Widerstand, sondern es gab eben auch aktiven Widerstand, der allerdings nicht von der Reichsregierung befördert wurde, sondern der sich ein bisschen autonom entwickelt hat. Ein bekanntes Beispiel, relativ bekanntes Beispiel, ist Albert Leo Schlaggetter, der da Sabotageakte verübt hat, dann zum Tode verurteilt wurde durch die Franzosen und auch hingerichtet wurde. Und entsprechend hat sich im rechten Spektrum schon in der Republik so ein Schlaggetter-Kult mit Denkmälern, Plaketten und allem drum und dran entwickelt, der dann auch durch die Nationalsozialisten fortgeführt wurde. Zu diesen propagandistischen Maßnahmen gehört auch noch was sehr Unangenehmes und Unappetitliches, nämlich ein sehr stark rassistischer Einschlag gegen die sogenannte schwarze Schmach am Rhein. Hängt damit zusammen, dass in den französischen Besatzungstruppen sehr viele also Soldaten aus den Kolonien dabei waren, weil die Festlandsfranzosen wahrscheinlich auch keine Lust mehr auf Soldat und Krieg hatten, waren da sehr viele marokkanische, schwarzafrikanische Soldaten dabei und das wurde halt sehr stark auch in dieser antifranzösischen Agitation aufgegriffen mit diesen rassistischen Motiven und was eben durch die Bevölkerung als eine zusätzliche Demütigung durch Frankreich empfunden wurde. Ganz schnell hier an der Sache wollte ich zwei Sachen deutlich machen. Erstens, dass die Ursachen der Hyperinflation schon im Krieg zu suchen sind, ja, nämlich durch die Finanzierung des Krieges auf Pump. Und die Hyperinflation oder die Inflation besser gesagt, vollzieht dann die Entschuldung des Reiches, die eigentlich anders hätte vonstatten gehen sollen, wenn das so gelaufen wäre, wie man sich es gewünscht hatte, nämlich, dass man den Krieg gewinnt und dann die Schulden selbst durch Kriegsreparation einziehen kann. So musste es aber, blieb das Reich selber auf den Kriegsschulden sitzen und die wurden eben im Zuge der Inflation bereinigt. Und was ganz wichtig ist auch, ich weiß nicht, ob man sieht, dass die Inflation schon im Jahr 1922 dramatische Züge annimmt. Ja, also wir haben immer diese Billionenscheine oder Milliardenscheine und Briefmarken, wie es auch dargestellt wurde in dem Film, vor Augen. Aber wir sehen hier, dass die Dollarkurse auch schon im Jahr 1922 regelrecht explodieren. Also verglichen auch mit den Inflationsraten, die wir so heute bei uns kennen. Einer der großen Inflationsgewinner, das vielleicht auch noch, war Hugo Stinnes, bekannt auch von diesem Stinnes-Legin-Abkommen aus der Revolution, wo das zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern vereinbart wurde, unter anderem der 8-Stunden-Tag. Und er sozusagen vergrößert sein Unternehmensimperium in der Inflation nochmal enorm. Und er ist eben auch, und das muss man wissen, auch Mitglied der DVP,
ja, also der Stresemann-Partei. Und wie man hier so schön sieht, wird dann in der Öffentlichkeit, hier in der französischen Öffentlichkeit, auch als jemand gesehen, der Stresemann seinen Parteivorsitzenden auch inhaltlich in der Politik vor sich hertreibe. Hier sehen wir ihn sozusagen auch die Strippen an Friedrich Ebert ziehend, ja, dem Reichspräsidenten, also der Wirtschaftsmagnat, der die Reichspräsidenten und den Reichskanzler in der Hand hat oder vor sich hertreibt. Nochmal ganz schnell zu dieser Situation im Kontext des Hitler-Ludendorff-Putsches und des Deutschen Oktobers, die zusammen zu betrachten sind, weil sozusagen die eigentliche Gefahr von in dieser Situation ging gar nicht so sehr von Hitler und seinem Putsch aus, sondern von diesem Gustav von Kahr, den ich vorhin kurz vorgestellt hatte, der sich da in Bayern, der in Bayern zum Diktator wird und mehr oder minder offen einen Marsch auf Berlin vorbereitet, nach dem Vorbild Mussolinis 1920 in Italien, auch sozusagen mit dem ja, mehr oder minder klar formulierten Ziel, die Reichsregierung zu stürzen und die parlamentarische Demokratie abzuschaffen. Und was Hitler und Ludendorff machen mit ihrem Putsch, ist eigentlich, dass sie dem ganzen Unternehmen in die Quere kommen, weil sie viel zu früh losschlagen und das irgendwie selber hijacken wollen und da sich zum Diktator erklären wollen, weswegen das Interessante ist, dass sozusagen hier in dieser Proklamation der Hitler-Regierung Lossow und Seißler erwähnt sind, die aber dann diejenigen sind, die den Putsch zusammenschießen lassen. Ja. Also wenn man dann immer hört, okay, wurde von bayerischer Polizei aufgehalten, dann würde das selber auch aus Kreisen aufgehalten, die selber an einem Putsch gearbeitet haben. Gut, zum Deutschen Oktober kann ich auf Rückfrage vielleicht auch nochmal was erläutern, das überspringe ich jetzt an der Stelle. So, jetzt wie gesagt nochmal der ganz trockene Part, der aber, Sie merken es, wir kommen dem Ende nahe, der in meinen Augen wichtig ist, zumal ich Politikwissenschaftler bin und da die systematischen und strukturellen Dinge auch fast wichtiger sind als das personelle Engagement, weil sie sozusagen den Rahmen geben. Wir haben Artikel 48 der Weimarer Verfassung, den sogenannten Notstandsartikel, der ja sehr oft in sehr negativem Licht beleuchtet wird, weil er durch Hindenburg ja auch sehr stark verwendet wurde, um am Ende der Republik die Demokratie zu zerstören. Ich gehe jetzt nicht auf die Details ein. Also es gibt sozusagen diese zwei Hauptanlässe, wo der Reichspräsident gegebenenfalls auch mit der bewaffneten Macht, wie es hier heißt, einschreiten darf, nämlich wenn die Länder nicht machen, was sie sollen oder wenn Ruhe und Ordnung gefährdet sind. So, und ganz wichtig ist aber dieser dritte Artikel, ja, also er muss solche Maßnahmen dem Reichstag mitteilen und auf Verlangen des Reichstags auch wieder zurücknehmen. Das heißt, es gibt eine parlamentarische Kontrolle dieses Notstandsrechts. Also ja, hier steht es, ja, Maßnahmen sind auf Verlangen des Und wie gesagt, bei der Einschätzung dieses Artikel 48 ist es halt entscheidend zu schauen, wer auch eben zu dieser jeweiligen Situation oder wer sie anwendet, gerade im Amt ist. Ja, Friedrich Ebert eben 1919 bis 25 im Amt, jemand, der Artikel 48 gerade in dem Krisenjahr 1923 sehr oft eingesetzt hat, eben zum Schutz der Verfassung und der Republik oder eben Hindenburg eher zu ihrer Aushöhlung und Zerstörung. Zweiter Punkt, und das ist der letzte jetzt an der Stelle, Ermächtigungsgesetze. Man denkt bei diesem Begriff Ermächtigungsgesetz natürlich logischerweise erstmal an das Ermächtigungsgesetz 1933, ja, zur mehr oder minder Selbstabschaffung des Parlaments und als auch Rechtsgrundlage der weiteren Errichtung der NS-Diktatur. Aber das Interessante ist, dass es schon im Jahr 1923 zwei Ermächtigungsgesetze gegeben hat. Das erste ist das Ermächtigungsgesetz vom 13. Oktober 1923. Stresemann wollte schon, also auch in dem Kabinett Stresemann I, auch so ein Ermächtigungsgesetz haben. Und das ist aber zunächst dran gescheitert, gerade an dieser Frage des 8-Stunden-Tages, ja, weil die SPD wollte, dass die Arbeitszeitregelungen von dem Ermächtigungsgesetz ausgenommen sind.
Das ist der erste Artikel. Ich lese den jetzt auch nicht in Gänze vor, ja, aber er sagt sinngemäß, die Reichsregierung darf Maßnahmen ergreifen, um finanziellen, wirtschaftlichen und sozialen Gebiete alles Nötige zu tun. Ausgenommen sind aber die Regelung der Arbeitszeit und noch einige andere sozialpolitische Bereiche. Ja, da sagt die SPD, da darf die Regierung nicht per Maßnahme regieren. Und auch hier diese parlamentarische Kontrolle, wie auch bei Artikel 48, Verordnungen sozusagen, die auf Basis dieses Ermächtigungsgesetzes von der Regierung erlassen werden, müssen dem Reichstag mitgeteilt werden und auf Verlangen des Reichstags auch wieder zurückgenommen werden. Und ganz wichtig, das Gesetz verliert seine Wirkung mit Wechsel der derzeitigen Reichsregierung oder aber am 31. März 1924, also klar begrenzt, zeitlich begrenzt und an die gerade im Amt befindliche Reichsregierung gebunden. Wenn Sie sich das alles anschauen und mit einem Gedanken an das Infektionsschutzgesetz aus der Corona-Pandemie denken, so in etwa kann man das vergleichen. Ja? Also dass in einer Krisensituation die Regierung ermächtigt wird, per Verordnung die nötigen Maßnahmen zu greifen, dabei durchaus auch die Grundrechte einzuschränken und dass das Parlament aber die Hoheit über diesen Prozess weiter behält. Ja, so eine ähnliche Situation hatten wir eben mit dem Infektionsschutzgesetz im Zuge der Corona-Pandemie, wo es dann auch immer um die Befristung und Verlängerung ging, wenn Sie sich daran erinnern. Ja, also ob diese Notsituation überhaupt noch gegeben ist. So, und eben weil die Geltung dieses Ermächtigungsgesetzes an den Wechsel der derzeitigen Reichsregierung gebunden ist, brauchte es dann für die neue Regierung Marx nach dem Ende der Regierung Stresemann ein zweites Ermächtigungsgesetz, das dann am 8. Dezember 1923 verabschiedet wurde, das nun aber, weil die SPD nicht mehr im Boot war, diese Restriktion, diese sozialpolitischen Restriktionen nicht mehr beinhaltete. Ja, also da hat sich die SPD ein bisschen selber ins Knie geschossen, weil sie sozusagen diesen Vetopunkt nicht mehr mit drin behalten konnten. So, das wie gesagt als trockener, ich habe noch ein Fazit, stimmt. Als Fazit lasse ich Ursula Büttner, eine der besten Kennerinnen der Weimarer Republik, sprechen. Also 1923 war die Gefahr groß, dass die Weimarer Demokratie die ersten 5 Jahre nicht überleben würde. Ihre strukturellen Schwächen wurden offenbar, aber es zeigte sich trotzdem auch, dass sie überleben konnte. Vor allem an den entscheidenden Stellen standen mit Ebert und Stresemann Persönlichkeiten, die alle Vorkehrungen der Verfassung für den Staatsnotstand im Sinne ihrer eigentlichen Intention handhabten und mit ihrer Hilfe die Staatskrise und nicht die Verfassung überwinden wollte. Ja, also das gerade im Gegensatz zu Hindenburg dann später. Und ähnlich Christoph Gusi, Rechtswissenschaftler, hier über Ebert, aber man kann das auch über Stresemann im Jahr 1923 sagen, ohne sein Wirken hätte es die Republik Ende 1923 kaum noch gegeben. Gut, und damit ist wirklich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus